Ja, also grundsätzlich bin ich in einer sportlichen Familie aufgewachsen, aber wir sind dann zuerst Skirennen gefahren, was bei uns so der klassische Weg war im Berner Oberland. Und dann irgendwann ist das Snowboarden aufgekommen. Mein Bruder ist zuerst aufgesprungen und ich bin dann immer so ein, zwei Jahre hinter ihm nachgezogen. Dann auch Snowboardrennen, zuerst noch Alpin-Snowboarden. Und dann irgendwann habe ich gedacht, na, irgendwie das Freestyle-Board passt mir doch besser. Und dann Freestyle-Wettkämpfe und Freeriden, so hat sich das Ganze ergeben. Also grundsätzlich sehe ich Snowboarden eigentlich nicht als Sportart, sondern für mich war es immer mehr eine Kunstform. Ob man jetzt mit Kameras Bilder macht oder ob man sich auch selbst einfach übers Riding ausdrückt. Ich denke, für mich ist beim Fahren wichtig, dass es sich einfach mal gut anfühlt. Und ob ich jetzt dreimal um die Achse drehe oder einen 180 mache, spielt keine Rolle, sondern es muss sich einfach gut anfühlen. Man muss sich ausdrücken können, Zeit haben zum Stylen in der Luft oder auch nur in einem Turn. Favorite Tricks sind auch einfach nur Sprays und das ist einfach zeitlos was Gutes. Also ganz früher hat mich ja mein Vater auch mitgenommen auf Skitouren. Dann bin ich irgendwie in den ganzen Snowboard-Zirkus reingerutscht, habe viele Contests gefahren, war auch das ganze Jahr über eigentlich an Liften unterwegs. Das heißt auch im Sommer auf dem Gletscher, im Herbst und ja, fast rund ums Jahr war ich eigentlich auf den Pisten, in Snowparks. Und eigentlich erst später haben sich wie so zwei Wege irgendwie gekreuzt. Da ist eigentlich das Umweltbewusstsein, das ich nochmal aus einer anderen Ecke, aus meiner Ausbildung hatte. Und das professionelle Snowboarden, vielleicht auch die Erfahrung mit der Familie, das ist alles zusammengeflossen. Und das hat eigentlich nun das Produkt ergeben oder auch das Umfeld, jetzt das Neue, wo ich arbeite und bin sehr froh, dass ich da alles unter einen Hut kriege, alles vereinen kann. Und ja, macht mir sehr Spaß, dass ich auch nach einer Wettkampfkarriere eigentlich noch snowboarden kann und mich eben auch mit Umweltthemen zusätzlich ausdrücken kann über mein Hobby. Wir haben vor einer Weile mit der Klimabildungskampagne Ride Green eigentlich angefangen. Das heißt, am Anfang war da eine Website, ein kleines Magazin, wo wir Tipps gegeben haben zum umweltfreundlichen Snowboarden oder Tourengehen. Und schlussendlich wurde da nicht die ganze, ist da die ganze Filmproduktion draus entstanden, aber auch über Tage, wo wir mit Leuten auf den Bergen waren und vor Ort Tipps gegeben haben, wie man sich möglichst nachhaltig bewegen kann in den Bergen. Grundsätzlich mit Ride Greener haben wir eigentlich schon neue Pläne, aber leider kann man auch die Geschichte, die wir jetzt im ersten Film Steps gezeigt haben, nicht einfach nochmal erzählen. Und wir haben da ja, Ideen, wie man noch was anderes umsetzen könnten, aber es ist leider sehr schwer mit der Finanzierung das zu erreichen. Aber ich hoffe sehr, dass wir da weiterarbeiten können. Auf jeden Fall werden wir die Klimabildungskampagne, die Ride Greener Days am Berg und das Ganze weiterziehen. Und ich hoffe, dass wir da noch vielen jungen und jung gebliebenen Leuten was mit auf den Weg geben können.